herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wird wieder lecker gekocht und zwar mit Hähnchen und Gemüse. Das wirkt so, als gäbe es sowas bei uns nie, doch. Aber ich bin so Gemüse und Ofen nicht so ein Fan. Aber ich probiere einfach mal was Neues aus und ich probiere gerne neue Sachen aus. Also, let's go! Also zuerst brauche ich Möhren. Die werden geschält. Genauso wie rote Beete wird geschält. Und rote Beete wird in Scheiben geschnitten. Da ich ehrlich gesagt ein bisschen faul bin, habe ich rote Beete aus dem Glas geholt. So, und bei Kartoffeln könnt ihr selbst entscheiden. Entweder ihr kauft große, festkochende Kartoffeln und schält sie. Oder macht es wie ich und kauft Drillinge. Ich glaube, so muss es so heißen. Die kleinen, wo man die Haut mit essen kann. Und das habe ich gemacht. Also die Kartoffeln habe ich jetzt schon abgewaschen. Möhren schäle ich. Ja, die Kartoffeln müsst ihr dann noch schneiden in vier Teile. Und die Möhrchen klein schneiden. So. Also, so müssen die aussehen. Wie so eine Potato Wedges. Die Möhren werden längs geschnitten. Und das wird mit rote Beete alles in eine Schüssel getan. Mit Öl und Salz gewürzt und gemischt. So, gemischt. Das kommt alles jetzt auf dem Blech, Backblech, wie ihr das auch immer macht. Ich würde, ich habe ein bisschen zu viele Kartoffeln und nur zu kleine Schüssel, würde ich das jetzt hier nochmal auf dem Blech so machen, wie es gemacht werden soll. Auf jeden Fall lasst ihr das noch stehen, verteilt es gut. Und dann geht es gleich auch weiter mit dem Hähnchen. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Tada! So ungefähr sieht es dann aus. So, dann bereite ich schon mal das Gewürz vor oder die Gewürzmischung für die Hähnchen. Die Hähnchen habe ich jetzt aber schon raufgelegt auf das Blech, aufs Gemüse mit drauf. Und ja, werde es dann bestreichen. Ich habe hier Salz, ich habe Pfeffer und ich habe Paprikapulver. Es soll edelsüß sein. Ich habe kein edelsüß mehr. Ich nehme Rosenscharf. Und ich finde es auch ein bisschen langweilig, dass ich nur Pulver habe und nicht irgendwie Öl oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es geil schmeckt. Also von der Haut her, weil ich liebe es knusprig. Aber ich werde es einfach mal ausprobieren. Und das kommt dann gleich auch in den Ofen. Also nochmal, so sieht es dann bei mir aus, alles. Gut eingerieben, das Hähnchen. Und das kommt jetzt in den vorgeheizten Ofen bei 15 Minuten. Bei Ober- und Unterhitze mit 40 Grad kommt es für 15 Minuten in den Ofen. Und danach, nach 15 Minuten, reduzieren wir auf 120 Grad für weitere 15 Minuten. Also insgesamt dann 30 Minuten im Ofen. So, da ist es. Es ist fertig. Es dampft so schön. Ja, jetzt wird probiert. Sieht das nicht schön aus? Also, klar. Ist gut heiß. Mit Gemüse aus dem Ofen, wie gesagt, eigentlich nicht. Ich finde gut weich. Ich liebe rote Beete, ne? Ich muss erstaunlicherweise sagen, es schmeckt. Also welchen vielleicht würde ich es so nicht nochmal machen wollen, weil ich bin wirklich, wie gesagt, kein Fan, aber die rote Beete schmeckt. Ja, mir geht es hauptsächlich um die Haut beim Hähnchen, weil das Fleisch wird so schmecken, wie es schmeckt. Aber ich habe es ja so gewürzt, deswegen werden wir es probieren. Viel Gewürz. Schmeckt man? Schmeckt knusprig? Kann man machen. Auf jeden Fall. Ich kenne natürlich halt andere Gewürzmöglichkeiten, wie man Hähnchen macht, aber schmeckt. So, jetzt darf ich probieren. So, die Haut ist schon abgemacht. Na, mal probieren, ne? Ich hätte das so lange gedauert. Wir hatten vor ein paar Tagen ein komplettes Fell gehabt mit einem Hähnchen.
Aber das ist echt gut. Echt gut. Ich bin begeistert. Hast du gut gemacht, Schatz. Das freut mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir werden jetzt weiter essen. Zutatenliste, wie immer, kennt ihr. Zum Schluss in der Beschreibung. Und vergesst nicht, liken, abonnieren, kommentieren. Und natürlich auch meinen anderen Kanälen folgen. Das würde mir unglaublich helfen. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.